Blub blub, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 und wir haben das letzte Mal das Loch weiter erforscht. Ja, es ist so dreckig. Und sind jetzt beim Mund der schwarzen Schlucht angekommen. Mal gucken, wo das überhaupt ist. Aha, da, das Loch. Oberes Loch. Okay. Ach, hier gibt's hier kein... Warte mal, gibt's hier keinen Port hin? Doch, ich wollte schon sagen, okay. Ja, schwarze Schlucht da und das ist der Mund der schwarzen Schlucht. Gibt's echt nur einen im Loch? Also Leute, bitte sagt mir das, ob hier noch mehr ist, ob ich mich da nochmal umschauen muss und wo ich ungefähr hingehen muss, weil das ist so unübersichtlich, da will ich nicht selbst erforschen, ehrlich gesagt. Dann werden wir... Ich weiß nicht, sollen wir im Eisenschloss noch ein bisschen weitermachen? Ah, ich bin online, deswegen will ich nicht in den Sonnenturm rein, Leute. Wir gehen auf jeden Fall erstmal kurz nach Majula. Denn momentan ist ja durch den letzten DLC noch so ein kleines Event, in Anführungszeichen. Da gibt es wieder in der Villa was zu holen. Das habe ich schon geholt mit, ich glaube mit dem Char, mit dem ich Brugas, das Together mit Bruga mache. Mit 11.000 Seelen, da kann man sich auch was mit anfangen. Aber, naja, ich könnte zum Beispiel entweder bei ihm die Leiter holen oder bei ihm mal die Rüstung toppen, also alles mal kaufen, damit er 10.000 Seelen hat und dann ist er Stufe 3 und dann gibt's was Neues. Das habe ich schon mit dem Char geholt. Es ist nichts Besonderes wirklich, also es ist ein bisschen, sagen wir so, es ist ein Langschwert, das anders eingefärbt ist. Mehr ist es eigentlich nicht. Mit dir können wir auch noch mal schnell reden, hallo. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious. Deep with something. Das hatten wir schon. Okay, also er sagt immer nur das Gleiche. Das ist total super. Ja, wir haben das zweite Urleuchtfeuer entzündet bereits, Leute. Was heißt bereits? Ich bin eigentlich total langsam. Aber ist mir ja egal. Haha. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal reisen, denn das hier wird es noch nicht sein. Doch, das Langschwert, cool. Dann kann ich euch das zeigen. Das hat mich der Profiler darauf hingewiesen. Vielen Dank nochmal. Schaut es euch an. Ist es nicht cool? In der Optik des Moonlight Swords, oder wie das heißt. Finde ich schon geil. Wenn man es noch ordentlich verzaubern würde, weil so ist es total sinnfrei. Außer wenn man fängt gerade einen neuen Charakter an. Ich glaube, ich muss den Charakter, den ich mit dem Profiler spiele, schon mal erstellen und mir das Schwert noch schnell holen. Vielleicht mache ich das heute noch schnell. Mal schauen. Aber cool, jetzt haben wir noch ein Schwert mehr. Das ist geil. Das ist ein gutes Schwert für den Notfall, weil es macht nicht so viel Schaden. Warte mal, 112 und 65 und das hier macht 112 und 68, weil es schon aufgerüstet ist. Naja. Und nochmal die 93 mit dazu. Aber es wäre ein Notfallschwert. Das wäre schon mal ein extra Notfallschwert. Das ist cool. Im Grunde seht ihr, es ist einfach nur ein Langschwert, das anders eingefärbt ist. Ist jetzt nicht so besonders, aber ich meine, was soll's, ne? Was soll's. Cool. Bei meinem anderen Charakter habe ich erst ein Seelengefäß bekommen, deswegen dachte ich, ich müsste jetzt nochmal komplett hier nochmal aus Majula raus und wieder rein reisen. Aber nein, anscheinend nicht. So, was machen wir mit unseren 11.000 Seelen? Das ist die Frage. Ich würde ja gerne wieder was aufrüsten, aber ich würde auch gerne mal die anderen Händler ein bisschen pushen. Ho. Ho, ho, ho. Hast du verlassen? Oh. You've been long away. What would you like? Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. Boobies? No. Egal. Ich habe nichts gesagt. Nein, nein. Hätte ich eingebildet, ganz bestimmt. Seelenfrieden hat sie und erneuter Tod. Ne? Ist alles doof. Titanitscherben wären natürlich geil, ne? Wenn ich jetzt einfach mir 10 Stück holen würde. No interest. Kann ich damit was anfangen, ist die Frage. Oh, I'd given you up for dead. Ja, ja, kennen wir schon. Wir können, na, reparieren müssen wir nichts. Verstärken, was können wir verstärken? Das, da bräuchten wir 3 Titanitbrocken, können wir vergessen. Da bräuchten wir 2 große Titanit, nee, noch eine große Titanitscherbe für. Das ist also auch Quatsch. Und hierfür brauchen wir 2 Titanitbrocken. Tolle Wurst, wir haben gar nichts. Wir können nichts machen, super. Super geil, super geil. Das könnten wir aufrüsten, und zwar wie die Hölle. Ich meine, ich habe keine Ahnung.
Was brauchen wir für die Vendral-Rüstung? Oder Vengals-Rüstung? Vengals-Rüstung. Glitzer des Titanit, ja, herzlichen Glückwunsch. Da hab ich aber echt keinen Bock drauf. Da Glitzer des Titanit reinzustopfeln. Für die brauchen wir auch Glitzer des Titanit. Mein Gott, die guten Sachen brauchen alles nur Glitzer des Titanit. Wie doof ist das denn? Wo ist denn eigentlich. Warte mal, wo ist mein Schild? Ach da, da ist mein Schild. Das könnten wir doch mal aufrüsten, weil das ist ein geiles Schild. Ich glaube, ich werde es weiterhin nutzen wollen, oder? Aber braucht auch Funkeltitanit. Oh, Leute. Ist viel zu teuer. Nee, das rüste ich noch nicht auf. Dafür ist es. Nee, das ist nicht wert. Ja, yeah, don't waste my time. Bla, 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 bla. Ich würde eigentlich sagen, wir erforschen heute den Mund des schwarzen Lochs, Gedöns, Schlucht. Hallo. Hallo again. Wir können die Pyromantieflamme und die finstere Pyromantieflamme verstärken. Cool. Was war das nochmal? Zauberkraft steigt mit Hüllenwerdung. Achso. Ja. Die haben wir schon auf plus 2. Wir hatten auch einen Feuersamen noch übrig dafür. Das ist mir mit dem Charakter eigentlich zu doof. Da habe ich keine Lust drauf, aber. Ja. Für irgendwas müssen wir das Geld ja mal aufwenden, oder? Ja, das ist nur der. Das ist nur der Standardkram. Ich will was Besseres. Gib mir Besseres. Be safe. Ach, wartet mal, ich habe übrigens doch. Da war der Profiler schon fast neidisch. Wo hab ich's denn? Die Wüstenzauberin, das Wüstenzauberin-Set, das hat der Profiler, hat er lange für farmen müssen, hat er gesagt. Ich bin da ja einfach nur durchgelaufen und hab's gehabt. Oder hab ich's ganz? Ich weiß gar nicht, ob ich's ganz hab. Ich glaube nicht, wie es scheint. Oh, schade. Ich dachte, ich hätte es vollständig. Naja, egal. Aber ich werde es mir auf jeden Fall vollständig holen. Denke ich mal. Aber noch nicht hier. Ah, die Zauberin-Handschuhe habe ich noch. Und wahrscheinlich auch den, ja, den habe ich sogar zweimal, den Wüstenzauberinnen-Rock. Mir fehlt eigentlich nur das Oberteil. Cool, interessant. Gut zu wissen. So, aber wir werden jetzt gerade noch schnell, vielleicht versuchen, können wir Level machen? Das wäre allerdings das Beste, ne? Nein, können wir nicht. Natürlich. Ja, dann gehe ich jetzt zu dem Händler und hol mir da Rüstung. Mein Gott. Wenn das nächste Mal Gavlan wieder auftaucht, dann... Dann werde ich ihm die Rüstung einfach wieder verticken. Hallo again. So, das ist auch cool. Mittelgroßer Metallschild. Aber ich will irgendwelche Rüstungen. Ja, die werde ich gerne mal. Das ist cool. Das ist die Standard, was? 11 Stück hat er. Aber ich kann so viele kaufen, wie ich will. Das ist ja cool. Habe ich gerade echt 9000 Seelen dafür ausgegeben? Naja gut, jetzt habe ich fast das ganze Set. Das ist nicht toll. Thanks very much. Hast du schon was Neues? Nee, ne? Oh, by the gods, why the hell am I? Das kennen wir schon, okay. Ja, also er wird wahrscheinlich bald Neues haben an Rüstung. Wollen wir mal gucken. Ich habe ihm jetzt so viele Seelen in den Hintern gepumpt. Dann hole ich mir so einen Lebensstein, dann geht's endlich weiter, Leute. Endlich geht es weiter. An you? Endlich geht es weiter, so. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. Was ich komisch finde, ich habe keinen Boss im Loch gefunden. Das heißt, wenn dort einer ist, sag mir bitte Bescheid. Ich will natürlich mitnehmen. Oder das war der Versteckte, den der Profiler meinte. Och Leute, wieso kann ich nicht offline spielen? Ich will auch offline spielen. Unbedingt. So, wir sind hier. In der schwarzen Schlucht. Vor allem, weil mich diese Nachrichten nerven. Die sind so doof. So doof. Oh, wartet. Nee, 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 nee. Ich nehm das da. Ich will mir das Feuerschwert aufheben, wenn hier was Ordentliches und Wichtiges kommt, weil das hier ist ja nur Kleinkram, den ich zerhacke. Diese Spuckstatuen wieder. Ich find's cool, dass dieses Environment-Krams hier ist, aber es ist ein bisschen nervig. Also es müsste nicht dauerhaft da sein und immer wieder kommen. Finde ich. Es müsste nicht unbedingt sein. Ach so, wie sie mich immer noch treffen, die Schweine. Nehmen wir mal einen davon. Eigentlich reicht das sogar, oder? Ja, wollen wir mal gucken. Vielleicht werden wir ja hier wieder vergiftet von dem Scheiß. Oh. Was auch immer das für Flecken sind, ich will da eigentlich nicht rein. Oh oh, was ist das denn? Was zur Hölle? Was ist das denn für ein Tentakelvieh? Ich will auf jeden Fall nicht gegen das so kämpfen.
Okay, einmal können wir. Oh, Alter! Bist du eklig? Bist du eklig? Das ist ja übel. Was soll das denn, ey? Und da kommt der nächste. Aber so kriegen wir die wenigstens gut tot. So. Hättest du gern. Was? Ach so, da ist das so. Oh oh. Oh mein Gott, wie viel kommen denn hier noch? Ja, die machen auf jeden Fall mehr Schaden. Also sind das an Kreaturen, die ein bisschen Finsternisschutz haben. Mein Gott, was soll das denn, ey? Wahrscheinlich, wenn die einen direkt zu packen kriegen, töten die einen sofort oder so. Lass mich in Ruhe. Ah, noch so ein Vieh. Oh, scheiße. Und wieder vergiftet. War da jetzt noch so ein Vieh gerade? Hm. Ja, okay. Diesmal werde ich aber was Ordentliches nehmen. Zack, zack. Läuft. Instant Heal. Ist blöde Vergiftung hier überall, ne? Wenn ich da reinfalle, bin ich wahrscheinlich tot, oder? Das könnte mir doch so... Könnte ich mir so denken. Okay, gehen wir erstmal... Oh, oh. Ah, oh, guck mal an. Hier wird man auf jeden Fall schön vergiftet. Oh, komm schon, wirklich? Hm. Stirbt man dann? Warum stirbt? Warum ist der gestorben? Falle. Keine Falle. Schotel und große Zauberwaffe. Okay, dann lassen wir die Viecher da stehen. Schotel. Ach, Schotel war das Ding. Schotel ist das Ding, womit man durch die Rüstung von Gegnern durchdringen kann. Also durch den Block im Grunde. Ah! Ihr Mistviecher! Ihr Dreckigen! Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, was zur Hölle... Was zur Hölle ist das bitte? Können wir das mal einer sagen? Hm, ich habe Angst vor dem Vieh. Ich will meinen Seelenstrudel ausprobieren. Okay, der ist cool. Aber er bringt mir hier gerade gar nichts. Und das bringt auch nichts. Oh mein Gott. Mistvieh. Du bist ein Scheißvieh, ne? Ist dir klar, oder? Hoffentlich ist das ein einmaliger Gegner. Oh mein Gott, wie ich keinen Schaden an dem Vieh mache, ne? Wenn ich keinen Schaden mache, kann ich auch den nehmen. Doch, dann habe ich mehr. Was ist das für ein Vieh, Leute? So ein Grubenwurm oder was? Auf jeden Fall ist jetzt ein toter Grubenwurm. Ja. Dreckig, dreckig, euer scheiß Ge- Ah, ist doch so ein Vieh! Geh weg. Oh, natürlich bin ich jetzt wieder vergiftet, ne? Ja, Mistviecher. Dreckigen. Also Giftscheiße, ne? Ich muss irgendwas finden, womit ich den Grubenwurm besser tot bekomme. Na, so zum Beispiel. So zum Beispiel wäre doch gut. Oh oh. Schnell weg. Bevor er mich packt und tötet. Und tot. Hihihi. Mit vielen Zaubern, die ich gespart habe. Oh, und da sind ganz viele Viecher, die mich tot sehen wollen. Boah, guck mal, was das hier ist, ey. Das ist ja ekelhaft, dieses Gebiet. Also bisher gefällt es mir nicht. Muss ich mal ganz klar so sagen. Bisher ist es echt scheiße. Da komme ich nicht rein. Oh. Ho, ho, ho. Da oben die Dinger würde ich gern kaputt hauen. Der ist an dem Grubenwurm. Achso, er ist gebankt worden von dem Vieh? Nein. Am Gift verreckt. Ja, sehr gut. Ich wette, man wird da reingezogen. Ja, wenn das Vieh einen direkt erwischt, dann ist man drin. Ich glaube, meine Skalierung ist nicht gut genug mit dem Zeug. Jetzt ist die Frage, wo kommen so Viecher raus, ne? Oh Gott, da oben sind die Dinger wieder. Und dahin ist eine Nebelwand. Das heißt, ich spare mir meine Zauber besser jetzt auf. Ja. Dort versucht sie mich zu greifen und zu töten. Komm her. Komm. Put, 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 put.
Mein Gott, ist das viel schnell, ne? Ja, aber es staggert doch ganz gut. Tot. Sehr gut. Große Titanitscherbe, das ist cool. Das gefällt mir. So, auf die euch habe ich keinen Bock. Da hinten geht's weiter. Ach, da hinten kommen wir wahrscheinlich da hoch. Nein, hier ist nur eine Truhe, okay. Mit so einem Loch dazu. Aha. Was ist das für ein Loch, ist die Frage. Ich will dieses Ding kaputt machen da hinten. Ohne meine Kiste kaputt zu machen. Ja, natürlich wurde ich wieder vergiftet. Das ist absolut klar. Ah, Leute, es ist ein bisschen unspektakulär momentan. Ich glaube, ich sollte mal einen aufheben. Oh, ich glaube, ich weiß, was hier für ein Boss kommt. Ich glaube, da habe ich bei einem Thumbnail von John was gesehen. Okay. Scheint keine Mimik zu sein. Ich hoffe es mal, sonst bin ich gleich tot. Okay. Göttlicher Segen, ja, das ist schön. Bringt mir nur nicht viel. Ja, doch, heilt von allen Statusveränderungen. Hier ist wahrscheinlich irgendein Vieh draufgegangen am Gift. Da liegen wieder Viecher. Ach, so ein Scheiß. Ich will diese ganzen Statuen kaputt sehen, ey. Das gibt's nicht. Ja, die musste man mitnehmen, das Gift. Ja, ich weiß schon, warum hier 20 Lebenssteine vorher lagen. Die braucht man. Ach, wirklich. Scheiß Vieh. Ich werde hier erstmal alles kaputt machen und dann noch hier ein bisschen rumsuchen. Vielleicht gibt es ja noch was Feines. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Leute, wie geht's euch so? Auch schon beim Loch rumgelaufen. Beziehungsweise im Abgrund. Ich bin echt gespannt, ob ihr mir sagt, dass da noch was ist oder nicht. Ja, oh, was ist das denn? Oh, interessant. Ich denke mal, hier wäre eine Fackel auch. Oh, da unten läuft einer rum. Wie komme ich denn da runter? Hier geht's lang. Aha, guck mal an. Ah, noch ein Leuchtfeuer. Geil. Das kann ich auch gebrauchen. Und Pharos war jetzt Verkünder. Cool. Dann entzünden wir das mal, aber gehen noch nicht dran. Ich glaube, das reicht ja hier. Ah, aha. Ah, das ist für den Boss. Hehe, gut. Dann gehe ich kurz vor dem Boss nochmal da dran und renne dann einfach zum Boss durch. Haha. Haha, aber jetzt will ich erst nochmal umgucken. Mich umgucken. Coole Sache, dass das Leuchtfeuer so gut versteckt ist. Gefällt mir. Da unten geht's noch lang. Ich habe schon gesehen, ich habe mehrfach was übersehen, wo man einfach nur hätte runterspringen müssen und dann hätte man dort noch was gehabt, aber ich bin nicht so derjenige, der da immer nachschaut. Muss ich leider gestehen. Hier komme ich nicht rein. Wie komme ich denn da hoch? Ja, ich würde auch gerne mal da runter gucken gehen. Wisst ihr was? Yay! Probieren wir es einfach. Ah, guck mal an. Hier ist eine Tür. Nein, ihr wollt mich verarschen, oder? Oh. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich auch nicht hierhin gesollt. Und hier ist nichts. Was ist hier? Links. Bist sicher? Ja, sieht nicht so vielversprechend aus hier. Danke für den Tipp. Hätte ich vielleicht bewerten sollen, aus Nettigkeit. Hier unten ist auch noch was. Ah, interessant. Oh mein Gott, man kommt immer tiefer in die Erde hinein. Langsam müssen noch mal die Gase... Gut, der ist untot. Ne, wir sind untot, unser Garrys. Oh oh, ich sehe da was im Hintergrund. Seht ihr das auch? Da pumpt was. Irgendetwas voraus. Ja, da denke ich mir gerade auch. Was zur Hölle seid ihr denn? Oh mein Gott, lass mich in Ruhe, bitte. Können wir nicht drüber reden? Oh Gott. Ich renne mal weiter. Das ist okay, oder? Irgendwelche... Boah, ja, genau. Irgendwelche Riesenviecher, die mich hier instant töten wollen. Ich bin mal feige. Hallo, hier ist was. Ich hoffe, die kommen hier nicht durch. Ich gehe mal ganz schnell und holen mir das. Hoffentlich. Okay, keine Falle. Ring der Riesen plus 1 und versteinerte Drachenknochen. Das war doch das Ding, was bei Dingsbums für 20.000 zur Verfügung stand, oder? Ja, ich sehe ja, dass die Riesen da sind.
Hoffentlich kommen sie nicht hier rein. Das scheint nicht so zu sein. Die schreien nur ein bisschen. Ring der Riesen, Ring der Riesen. Das ist er. Dachte ich mir doch. Erhöht Balance. Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothien ohne Schild. Ehemals aus Forossa. Er erhöht die Balance. Lothien wurde als Bauer geboren und starb als General. Seine Entschlossenheit und seine Gewissenhaftigkeit waren unerreicht, vor allem im Kampf. Einen Namen macht er sich, indem er ohne Schild kämpfte. Ja, das ist schön. Das ist toll. Problem ist, da stehen Riesenfunken. Egal. Leute, der Part ist vorbei. Wir versuchen die Typen im nächsten Part zu töten. Mal gucken. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls 2. Bis dann, Leute. Ciao.